Ich weiß jetzt schon, wie der Scheiß-Part heißt. Obwohl, es ist ein toller Part, aber... Leute! Okay, und da sind wir wieder bei Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Wir haben uns gerade von Portemonnaie verabschiedet, da hinten ist es noch, und sind jetzt auf dem Weg nach Präludien. Und man hört schon diese wahnsinnig epische Musik. Da ist ein Schatz gewesen, der interessiert uns aber gerade nicht. Das sind wahrscheinlich eh nur Rubine. Und, naja... Rubine sind nicht so mein Ding mehr, seit ich eine volle Rubintasche habe. Und ja, ich habe schon gesehen, es ist ein ewig langer Weg und das bedeutet, es gibt mal wieder irgendeinen scheiß Quatsch von mir, den ich euch erzähle, während wir auf dem Weg nach Präludien sind. Ich bin immer noch erkältet, aber das ist ja auch völlig scheißegal. Zocken kann man immer und aufnehmen sowieso. Und wieso wird das Wasser hier so komisch angezeigt? Ich krieg Angst. Ich hasse es, wenn das Wasser so komisch angezeigt wird. Dann ist immer irgendwas Gemeines in der Nähe. Vor allem, weil wir da in der Nähe von so einem... Fick dich. Nein, jetzt kommt er nicht zurück. Besieg ihn, los. Du sollst ihn anvisieren. Oh nein. Was mache ich jetzt? Fahr weiter, damit er... Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der Boomerang hat auf seinem Rückweg den Hai noch getroffen. Hat ihn noch nie, glaube ich. Wie genial war das denn? Aber egal. Ah ne, das ist gar nicht so ein Ding für die Diamonds. Das ist Terrys Insel, glaube ich. Ja, das ist Terrys Insel. Da fahren wir mal durch. Ach, schade doch nicht. Jetzt verliere ich meinen Kurs. Ungefähr so war das. Okay, was gibt es denn momentan so für einen Stuss zu erzählen? Ja. Eigentlich nicht so viel. Außer, dass ich immer noch erkältet bin. Na doch, warum zum Beispiel kann man hier bei Zelda springen mit dem Boot? Mir fällt dazu nichts ein. Man kann das eigentlich nur um, ja, Hindernissen auszuweichen, die aber auf dem Wasser gar nicht existieren. Außer diese Fässer, aber... Irgendwie ist das dumm. Unsinn. Aber gut, ist ja ganz nett, dass man es machen kann. Aber ich werde langsamer dadurch, ne? Ich sollte aufhören damit. Da ist schon wieder ein Schatz. Und da ist so ein Ding, aber ich habe eh kein Futter, also von daher kann ich da eh nichts machen. Habe ich Futter? Und nein... Na gut, zu spät. Ich wollte gerade das Segel wegmachen, aber es ging nicht. Warum nicht? Ne, da ist noch ein Terry. Und da sieht man, da sind Rubine auf dem Ding. Holen wir uns auch irgendwann und es ruckelt, nur weil ich an Terry vorbeigefahren ist. Das kann ja wohl jetzt nicht schier sein, ne? Hör auf zu ruckeln. Hallo, das dauert noch länger, bis ich in Präludien bin. Hallo? Geht's noch? Hallo? Leute? Na also. Terry, der scheiß Virus, ey. Soll mir ja nicht nochmal unter die Fingerkuppen kommen, oder wie man das auch sagt. Wie lange dauert es denn jetzt noch? Oh. Ich bin etwas falsch, ne? Nein. Ja, fast. Das zählt schon so. Okay, wenn ich nicht geschaut hätte, wäre ich jetzt direkt daneben. Total daneben gefahren. Gleich. Was wollte ich jetzt sagen? Leute, sagt mir das. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Vielleicht kommt diese scheiß Aufgabe, diese Diamonds da rein zu... Also wahrscheinlich nicht mehr in diesem Part. Ja doch, oder vielleicht... vielleicht noch in diesem Part. Wo man diese Diamonds in diese... Höcker-Statuen da reinpacken muss. Wie auch immer. Und da ist immer dieser riesen scheiß Wirbelsturm. Der ist immer an diesen Dingern dran. Nicht an allen, aber mindestens an einem von dieser Inseln. Ist dieser verblödete Wirbelsturm.
Und das wird absolut schrottig und ich krieg Angst dann schon, wenn ich daran denke, dass das bald kommt. Oder vielleicht sogar jetzt schon in diesem Part. Und ich merke, dass ich Durst bekomme, aber ich kann jetzt auch keinen Stopp machen. Das ist billig. Sehr, sehr billig. Und ich steuere genau auf eine Insel zu, das ist auch nicht so super. Und die Fahrten dauern viel zu lange, ich merke es gerade. Ich bin immer noch nicht im Präludieren und ich habe keine Lust mehr irgendwie... keine Action hier zu haben. Mensch. Wisst ihr, was cool wäre oder gewesen wäre? Wenn zwischendurch hier in... oh. Cooles Geräusch. Wenn zwischendurch bei diesen langen Seefahrten oder überhaupt bei Seefahrten zwischendurch Link mal was sagen würde oder hier irgendwas Interessantes passieren würde, anstatt andauernd nichts. Ich meine, dass das schon Präludien ist. Ja. Wenn der Wirbelsturm mit ihn also. Ah. Wir sehen ihn an. Nein! Töte ihn! Töte ihn? Na also. Da ist ja noch ein verblödeter. Ja, die Items interessieren mich jetzt nicht. Ja, natürlich. Ihr mich auch, ey. So, noch einer? Wer will noch nicht? Wer hat noch? Ich hasse euch und du gehst packen. Noch jemand? Los, meldet euch, ne? Na, wer will sich noch mit mir anlegen? Wer will noch auf die Fresse haben? Ha? Ha, na also. Gott, das klang Ghetto. Naja, auch nicht wirklich. Und meine scheiß Festplatte hier. Gott. Ja, ein Festplattenfehler, das weiß ich. Meine zweite Festplatte ist kaputt, das ist mir bewusst. Aber ich werde sie trotzdem deswegen jetzt nicht auswechseln. Da sind schließlich meine allen Backup-Daten drauf. Und die ROM von Dragon Quest. Von daher wäre das dumm, wenn das gelöscht wird. Und dann wäre mein Save weg. Von daher sollte ich das vielleicht mal speichern. Und, aha, die haben es verkürzt. Ich muss auf die andere Seite hier abdeppen. Hallo? Mario, hast du es auch schon bemerkt? Seit wir Fuß auf Ichschusk gesetzt haben, das von Ungeheuern angegriffen wurde, scheint die Zeit stillzustehen und die Nacht nicht zu Ende gehen zu wollen. Ist das vielleicht der Fluch, von dem Valo sprach? Ein Vorteil hat das Ganze, zumindest im Moment. Wenn der Morgen nicht dämmert, müssen wir auch keine Angst haben, die Piraten könnten uns zuvorkommen. Du bist seit langem wieder auf deiner Heimatinsel. Vielleicht solltest du diese Gelegenheit auch mal dazu nutzen, wieder einmal deine Liebsten zu sehen. Zeit für Jabu bleibt danach immer noch genug. Ja, ja, genau, das sehe ich auch. Wir gehen mal zu meiner Oma, die wahrscheinlich derweil schon längst ist. Auch egal, und Ruckel, ist Terry in der Nähe? Na, kommt schon, Terry ist in der Nähe. War sowas von klar, ey. Ich weiß jetzt schon, wie der Scheiß-Part heißt. Obwohl, es ist ein toller Part, aber... Leute, also ich bin weit genug weg von Terry. Ich glaube, das liegt echt an Terry. Ich weiß es aber nicht. Oder es ist einfach nur... Oder es kommt mir nur so vor. Wenn wir in Terry nennen... Nee, im Portemonnaie war auch Terry, aber... Hm, egal. Ja, nicht dagegen schlagen, Link, sondern öffnen. Omilein. Da bin ich wieder. Dein Enkel, der mit 10 oder 11 einfach abhaut. Wo ist die? Ach, da. Hallo. Oh, weh. Mario. Ariel. Bitte, du darfst nicht fortgehen. Lass deine Großmutter nicht allein. Ja, hallo, rede mit mir. Ich bin da. Nee, die dumme Kuh will nicht mit mir reden, also gehe ich einfach wieder weg. Ey, die kennt mich nicht mehr, die hat Alzheimer oder so. Obwohl, mit Alzheimer sollte man natürlich nicht spaßen, aber sie hat Alzheimer. Ganz einfach, ist ja nur ein Spiel. So, da oben kam mal wieder eine nette Emulator-Message. In Gelb. So, da hier nichts passiert ist, ich könnte jetzt theoretisch zu Vater Orca gehen, aber da ich noch keine Ritterdinger habe, nützt das nichts. Und ja, mit dem Taktstock besiegst du die, jetzt lasse ich es gleich. Und jetzt muss ich wieder in die Nähe von Terry gehen, das wird geil. Und spring auf. Oh Mann. Man kann nämlich direkt ins Boot springen, so wie ich weiß. Hallo,
Bist du bereit? Wenn du bereit bist, lass uns zur Rückseite der Insel fahren. Ja, und Yabo suchen. Ich muss auf diese Seite. Und dann ist das da, glaube ich, schon um die Ecke direkt. Stimmt? Nein. Aber jetzt gleich irgendwo. Ach ja, genau, da ist so ein Wirbelsturm vor. Und dann... Entschuldigung. Man muss... von weitem schießen, soviel ich weiß. Ah ne, gar nicht. Man muss... Oh, jetzt nimm das Segel. Man muss in den Wirbelsturm reingehen und dann schnell diese Platte kaputt machen. Und zwar bevor man am Ende in den Wirbelsturm, in den... Kann ich auch das Segel setzen, um schneller zu sein? Nein, schade. In die Welle, da? Was heißt das? In den Strudel, genau, in den Strudel. Reinzugehen, so, jetzt muss man hier 1000 Mal draufhauen. Und am besten sollten einen die Bomben nicht ausgehen. So, das ist schon mal kaputt. Und das ist schon mal daneben gegangen. Und das ist auch schon mal kaputt. Und eigentlich wird das jetzt auch kaputt. Habt ihr das gesehen? Aber ich schieße einfach nochmal. Dann sollte es ja nochmal genau da treffen, wo es vorher getroffen hat. Und nein, anscheinend nicht. Und jetzt verschwende ich meine Bomben, aber egal. Und hoch. Komm schon, du triffst. Nein, schade. Knapp davor. Aber egal. Hier, das wird's jetzt. Und bam, und du bist kaputt und der Strudel hört auf. Und wir können da durch. Habt ihr das gehört? Ruckeln und dann dim, 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 dim. Aber egal, wir fahren jetzt da direkt rein. Die lassen mich gar nicht mehr lenken. Nicht, dass ich dann abhaue und sage, Klingelstreich. Und dann sehen wir den kleinen Fisch hier gleich. Den mini-kleinen Fisch. Das Wasser färbt sich. Da unten kommt so eine riesige Welle. Und da kommt das hässliche Vieh. Schranina, Schampranach, Schraniana, ich bin ein Horst. In der Tat, wie Zeit ist... Wer ist das jetzt? Egal, jetzt war wieder größte Freude, euch wo aufzusehen. Ach, das ist der Lionkönig. Tron, ja, schon, Tron. Sie, Chim, Erdbeerkäse, Chiang. Ja, Ganon scheint wieder auferstanden zu sein. Oh, Tron, ja, Tom, Tom, Mitsubishi, Toyota. Scary Movie? Nein, die Dinge liegen leider anders. Oh, Tron, Tron, ja, Nasenlöcher habe ich nicht. Der Junge, den ich zu euch führe, hat nichts mit der Legende zu tun. Hallo, natürlich. Aber in seinem Mut sehe ich viel Potenzial und einen Schimmer der Hoffnung. Schon ja, ne? Schon, 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 Katrana, Tirat, Barabram, Triatam. Jawohl. Schon, schon, schon. Ich habe rote Nasenlöcher noch immer. Hey. Paratirondra. Pantriatrin, jetzt schaue ich einfach mal oben auf meine komische Dings. Auf die Lampe. Und da kommt jetzt einfach das blaue Ding raus, das man vorher gar nicht gesehen hat. Aber jetzt kriege ich das auf jeden Fall. Voll cool, ne? Und, ja, los, macht tataratatam. Wah! Wir haben Nairus Diamond erhalten. Von Yabu. Und jetzt labert uns immer noch mit irgendeiner Scheiße voll. Oder nicht? Nö. Wir verabschieden uns nicht mal mehr. Oder doch? Doch. Hanyashiam, wir sehen uns. Konnichiwa. Ach nee, gar nicht. Konnichiwa sagt man am Hallo, ne? Dann wären diese unheilvollen Regen und die fortwährende Nacht also tatsächlich ein Flug Ganons? Er hat also schon damit begonnen, unsere Welt in die Finsternis zu stürzen. Tronianon, Katrana, Pionbrana, Pion. Pion, Pion. Ich hege zumindest einen starken Verdacht. Tronianon, Chionka. Was sagt man am Ende nochmal? Nihao, genau, oder? Nee, Nihao sagt man auch am Anfang, ne? Egal. Bye, bye. Schwarzbild. Rebecca Black. Schwarzbild. Erdbeerkäse. Kann's ja wohl nicht sein. Hallo.
Schwarzbild. Schwarzbild. Wollen die mich verarschen? Also wenn es jetzt nicht in 5 Sekunden wieder da ist, das Bild. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich habe nicht gespeichert, Mensch. Also Leute. 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 4,5. Ach egal, Mensch. Wir sehen uns gleich wieder. Mann. Mann.